muss mich ja eigentlich irgendwie schon fast als Fan von Blockchain bezeichnen. Zumindest von einigen Blockchain-Projekten. Wenn andererseits sehe ich dann wieder, wenn ich mir manche Dinge angucke, eigentlich bin ich fast Blockchain-Skeptiker. Denn ganz viele von den Projekten, wo heutzutage Blockchain draufsteht, da ist überhaupt nicht Blockchain drin, habe ich den Eindruck, sondern einfach, wenn man irgendwie Public-Private-Key-Kryptographie oder ähnliche Technologien, sei es nur Hashing verwendet, dann ist man plötzlich Blockchain heutzutage. Ne? Insofern war ich skeptisch, als Anfang des Jahres ein Kunde auf uns zugekommen ist und hat gemeint, hey, wir haben eine coole neue Idee, wollt ihr nicht ein Blockchain-Projekt für uns machen? Und ich habe mir das dann angeguckt und festgestellt, okay, so einen gewissen Mehrwert würde es doch liefern, die Blockchain hier. Und Blockchain hat, wenn man es einsetzt, dann auch relativ viele Nachteile, ist aufwendig, teuer und so weiter. Aber wir haben eine schöne Möglichkeit gefunden, denke ich, in unserem Projekt, die Blockchain so einzusetzen, dass sie einen gewissen Mehrwert liefert und trotzdem mit vertretbarem Aufwand da eingebaut werden kann. Und darüber möchte ich heute was erzählen. Im ersten Schritt schauen wir uns noch mal ganz kurz an, was Blockchain uns allgemein liefert, mit einem gewissen anderen Fokus. Darf ich kurz fragen, wer war vorher in dem Vortrag von Christoph hier da? Die meisten. Wer da nicht da war, kennt Bitcoin nicht? Okay, gut. Dann werde ich trotzdem so eine Einführung so ganz grob. Ja, ich kann es natürlich jetzt nicht so ausführlich erklären, wie Christoph es macht, aber ich denke, ihr habt das meiste von Christoph dann vorhin sowieso gehört, die allermeisten. Dann werde ich was über die Private Blockchains erzählen und verschiedene Projekte, die es hier gibt. Und zu der Frage kommen, wann macht es generell überhaupt Sinn, Blockchain zu verwenden oder wann nicht. Und am Ende dann, wie wir jetzt Blockchain einsetzen, um unsere Datenbank-Manipulation abzusichern. Also Blockchain, was bringt uns das wirklich? Wenn man eben in dieses White Paper reinguckt, das Satoshi Nakamoto da 2008 veröffentlicht hat, dann ist eine Sache, dass sie das Double-Spend-Problem in einem Peer-to-Peer-Netzwerk gelöst haben. Das hat Christoph vorhin ganz schön erklärt. Wenn man jetzt den nächsten Satz anguckt, dann ist auch ein spannender Punkt, the Network Timestamps Transactions. Und das ist eigentlich eher der Punkt, mit dem wir jetzt hier nutzen wollen, so wie wir dann Blockchain in unserem Projekt einsetzen. Ich habe jetzt auch das schöne Bild. Ich habe gesehen, Christoph hat das dann auch in seinem Vortrag gehabt. Wer es noch nicht kennt, das ist eben die Times und die Überschrift von der Times, die wurde tatsächlich im allerersten Bitcoin-Block in der Blockchain verewigt, die Überschrift hier. Und ich finde die Zeitung insofern ganz nett, wegen diesem Timestamping. Man kennt das vielleicht aus Kinofilmen, wo dann irgendjemand entführt wurde und dann hält er so eine Zeitung in das Foto, um zu sagen, okay, das Foto muss nach diesem Zeitpunkt aufgenommen werden. Und im Prinzip liefert uns Bitcoin eine ähnliche Sache hier. Und zwar nicht, dass es nach einem gewissen Zeitpunkt passiert sein muss, sondern vor einem gewissen Zeitpunkt. Wenn ich was in die Bitcoin-Blockchain schreibe, dann muss es zu diesem Zeitpunkt, wo ich es reingeschrieben habe, existiert haben. Und das Bitcoin-Netzwerk, die Blockchain, die liefert mir dafür den Zeitstempel. Und das macht die vollkommen dezentral, ohne dass ich mich auf irgendeine zentrale Instanz, auf eine Firma, die mir diesen Zeitstempel-Service bietet, verlassen kann. Wie macht Bitcoin das? Dann haben wir diese Blockchain, also die Blockchain, die basiert auf Blöcken. Blöcken sind einfach Daten, im Fall von Bitcoin sind da die ganzen Transaktionen drin. Und was macht die Blockchain zu einer Blockchain? Jeder Block verweist auf den vorigen Block. Also ich berechne über den Block eine ganze Prüfsumme, eine Checksumme mit einem bekannten kryptografischen Hash-Verfahren und verweise dann in jedem Block auf den vorigen Block. Und dieser Hash, den ich für den aktuellen Block berechne, der enthält auch den Hash des vorigen Blocks. Und dadurch ist durch im Prinzip diesen einen Block und diesen einen Hash ist die komplette Historie in Bitcoin schon gegen Manipulationen gesichert. Denn wenn ich hier in einem vorigen Block irgendetwas ändern würde, würde es das zur Änderung von diesem Hash führen, was zur Änderung dieses hier gespeicherten Hashes führt, was wiederum bedeutet, dass dieser Hash sich ändern müsste und so weiter. Das heißt, wenn ich diesen einen Hash kenne, kann ich im Prinzip die ganze Historie in Bitcoin schon überprüfen, ob da irgendwas manipuliert wurde oder ob vielleicht nur ein Datenübertragungsfehler oder irgendwas gab. Jetzt haben wir vorhin eben schon gehört, wie Bitcoin dafür sorgt, dass ich nicht beliebig einfach neue Blöcke berechnen kann. Es ist schwierig, einen validen neuen Block zu finden. Und dazu gibt es zusätzlich eben diese Nonce, diese Zufallszahl, die hier in dem Block ist.
und ich muss dann den Proof of Work tätigen, um einen validen neuen Block zu finden. Und der Proof of Work bedeutet, dieser Hash, den ich ausrechne, also der muss mit einer gewissen Anzahl Nullen anfangen. Ja? Ich kann eine beliebige Menge in diese Hash-Funktion reinpucken, eine beliebig große Daten, die liefert immer einen Wert fester Länge zurück. Und es ist aber nicht vorhersehbar, was für einen Wert es zurückliefert. Also bleibt in meiner nichts anderes übrig, als jetzt auszuprobieren. Also nehmen wir an, wir haben hier diesen String, stecken den hier rein, kommt ein Hash zurück, sind keine Nullen am Anfang. Und jetzt bleibt es nichts anderes übrig, als hier einfach eine Zahl hochzuzählen und es auszuprobieren. Ja, wann finde ich denn genug Nullen und irgendwann sind es vielleicht dann genug. Und dann habe ich einen validen Block gefunden. So im Prinzip das Proof of Work ganz kurz. Und das ist natürlich eine Wahrscheinlichkeitssache. Das heißt, der Miner oder die vielen Miner, die an diesem System teilnehmen, diese Bitcoin-Transaktionen prozessieren und die Blöcke berechnen, die finden irgendwann nach einem zufälligen Schema diesen nächsten Block. Und so werden auch zufällig einfach Miner ausgewählt, die den nächsten Block finden. Und Bitcoin ist ganz zentral auch eine ökonomische Innovation, gar nicht so sehr eine technische. Die technischen Dinge, die gab es alle damals schon, aber einfach die Technik so zu kombinieren, dass langfristig die Anreize in dem Bitcoin-System so gesetzt sind, dass tatsächlich die Miner ein Interesse daran haben, durch den Block-Reward, den sie bekommen für das Mining, dieses Netzwerk auch dauerhaft am Leben und stabil zu halten und die Transaktionen zu prozessieren, das ist wirklich eine der Kerninnovationen an Bitcoin. Weil die Miner müssen sich ja auch einig werden, was passiert, wenn jetzt das die bisherige Blockchain ist und jetzt plötzlich zwei Miner gleichzeitig oder fast gleichzeitig einen nächsten Block finden, brauchen die eine Regel, wie dann entschieden kann, welcher dieser Blocks ist valide, weil sonst sind da eine andere Menge von Transaktionen drin als hier und ich kann mir nicht sicher sein, welche sind denn überhaupt gültig, weil vielleicht widersprechen die sich. Das ist eben dieses Double-Spend-Problem. Und durch den Zufallsprozess wird man in einem von diesen Blöcken dann zufällig den nächsten validen Block, der darauf aufbaut, der also auf den Hash dieses Blocks ist, oder es könnte auch der andere gewesen sein, ist der eben zufällig, finden. Und dann ist die ganz einfache Regel, die längste Kette gewinnt immer, die im Netzwerk bekannt ist. Und durch diese Regel kommt Bitcoin zum Konsens, weil das ein Zufallsprozess ist. Ja, im Durchschnitt sollte alle 10 Minuten ein neuer Block entstehen. Aber es ist ganz normal, dass es mal nur 2 Minuten dauert, mal dauert es eine Dreiviertelstunde, wenn man einfach mal nur guckt. Und insofern ergibt sich relativ schnell dann immer ein Konsens. Und dieser Konsens in Bitcoin, der ist relativ aufwendig. Ja, also da sind jetzt, ihr habt es vorhin gesehen, diese ganzen Warenhäuser voll Spezialhardware, die 5 Atomkraftwerke von Strom brauchen auf der Welt, ein Äquivalent davon. Und die berechnen jetzt diesen Proof of Work nur, um zu diesem Konsens zu kommen, welche sind denn da valide. Und da sind in letzter Zeit, in den letzten Jahren schon einige Forschungen gemacht worden, wie man dann vielleicht andere Modelle machen kann, die da beispielsweise effizienter und schneller sind. Und neben Proof of Work ist relativ schnell die Idee aufgekommen von Proof of Stake. Und ein großer Verfechter davon ist immer schon das Ethereum-Netzwerk, die zweitgrößte Blockchain davon, die es seit 2014 gibt. Aber die verwenden immer noch Proof of Work. Also das Proof of Stake, stellt sich heraus, ist einfach überraschend schwierig, so zu designen, dass wir ähnlich stabile Anreizstrukturen haben, immer zu einem Konsens zu kommen. Denn die Anreize, die ich in dem Bitcoin-Netzwerk habe, um zu einem Konsens zu finden, die sorgen unter anderem dafür, dass ich nicht einfach beliebig viele alternative Blöcke generieren kann, weil es ja teuer ist. Ich zahle wirklich Strom, da alternative Ketten zu finden. Und wenn es jetzt mich das nichts mehr kostet, wenn ich diesen Proof of Work abschaffe, dann habe ich plötzlich keinen Anreiz mehr, mich auf eine Kette zu einigen, nur wenige Blöcke zu machen, wenn ich trotzdem einen Block Reward bekommen würde. Und ich möchte gar nicht so sehr weiter darauf eingehen, das ist eigentlich gar nicht der Fokus. Ich möchte bloß ein gewisses Verständnis dafür schaffen, dass es dieses Proof of Work in Bitcoin einfach bisher unangetastet noch der Champion ist, an wie können wir dezentral einen Konsens feststellen. Und andere Modelle, an denen wird seit Jahren geforscht, aber sie sind eigentlich noch nicht so weit. Und es gibt da viele Ideen, wie man das machen kann. Eine davon ist einfach Proof of Authority. Das ist dann fast schon Betrug an der Blockchain, sage ich mal. Ja, das Stichwort Signing instead of Mining,
wo ich sage, okay, ich definiere einfach, und das wird viel bei privaten Blockchains einfach verwendet, ich definiere einfach eine gewisse Menge an Leuten, die haben das Recht, neue Blöcke zu erstellen, Transaktionen zu validieren. Die weisen sich wieder durch so eine digitale Signatur aus. Und jeder, der die entsprechende digitale Signatur hat, die ich in den Systemen alle reinkonfiguriert habe manuell, die dürfen neue Blöcke erstellen. Das ist jetzt natürlich längst nicht so dezentral. Aber das ist genau das, was eigentlich in diesen Private Blockchains ganz häufig so oder in ähnlicher Art verwendet wird. Und diese Private Blockchains, was sind diese Private Blockchains? Die Private Blockchains sind letztendlich auch Datenbanken, ähnlich wie Bitcoin. Bitcoin ist auch nur eine Datenbank, die halt komplett dezentral verteilt ist, repliziert. Und die Private Blockchains sind ähnliche replizierte Datenbanken, allerdings nicht öffentlich, wie die Bitcoin-Blockchain, wo sich jeder anschließen kann, sondern innerhalb eines Unternehmenskonsortiums zum Beispiel. Ja, hinter der Firewall dann, über VPNs, dass man nicht mehr so von außen drauf kommt und auch eben über diese Private Keys und Public Keys dann so konfiguriert, dass nicht jeder draufschreiben kann. Da gibt es inzwischen einige Frameworks, die das anbieten. Das größte, von denen vielleicht manche schon gehört haben, ist Hyperledger. Das kommt hauptsächlich von IBM oder im Bankenumfeld ist es Corda zum Beispiel, was ich da einen Namen gehabt habe. Und es gibt einige, mehrere Anbieter, die jetzt da Blockchain oder Blockchain as a Service und alles Mögliche anbieten natürlich. Da kann man gut Geld verdienen anscheinend damit. Schauen wir ein bisschen genauer Hyperledger an. Ich habe vor einiger Zeit lange so gedacht, was ist dieses Hyperledger eigentlich? Das konnte ich nicht so richtig einordnen, ne? Weil das ist keine Blockchain wie Bitcoin, wirklich ein Netzwerk, aber es ist auch nicht wirklich eine Software, die ich jetzt installieren lasse und laufen kann, sondern das ist alles nicht. Hyperledger ist tatsächlich eine Organisation einfach. Hyperledger gehört inzwischen zur Linux Foundation und die haben eine ganze Masse an verschiedenen Softwareprodukten und Frameworks und Tools, die man einsetzen kann, um verschiedene Dinge zu machen. Ganz kurz eingehen möchte ich auf Hyperledger Fabric, was wahrscheinlich das bekannteste und verbreiteste ist von diesen Tools. Das wurde hauptsächlich von IBM entwickelt und dabei gesteuert, ist Open Source. Und das bietet mir genau die Möglichkeit, auf ein bisschen höherer Abstraktionsebene so ein Framework zu verwenden, um meine private Blockchain aufzubauen. Also eine verteilte, replizierte Datenbank, die ich zum Beispiel zwischen Unternehmen teilen kann. Und darüber hinaus gibt es dann noch Tooling wie Hyperledger Composer, der das nochmal weiter vereinfacht, sodass ich da im Endeffekt mir innerhalb von ein paar Stunden so einen einfachen Prototyp von einer Private Blockchain zusammenklicken und hochfahren kann. Und das funktioniert dann schon so irgendwie. Ja. Die Frage ist natürlich, wie nützlich ist das dann überhaupt, ja, wenn ich dann so eine private Datenbank habe? Warum nehme ich nicht gleich eine normale Datenbank, wie ich das schon immer gemacht habe? Also der Mehrwert, der ist so ein bisschen begrenzt. Der Mehrwert, der kommt dann rein, wenn ich tatsächlich mehrere Parteien habe, die drauf schreiben wollen und die sich gegenseitig nicht vollständig vertrauen. Ich bringe nachher nochmal ein Beispiel, wo dieses Hyperledger Fabric zum Beispiel einigermaßen sinnvoll eingesetzt würde und wo das tatsächlich einen Use Case gibt. Also ganz viele Blockchain-Use Cases sind irgendwie Bullshit, ganz ehrlich, aber es gibt doch manche Stellen, wo ich sage, okay, da gibt es Sinn. Was ich eher so unter Bullshit einordnen würde, ist wahrscheinlich Hyperledger Sawtooth, zum Beispiel, zumindest soweit ich es verstehe, denn was da die zentrale Idee ist, ist ein sogenannter Proof of Elapsed Time. Okay, so, das Ganze wurde von Intel beigesteuert und anscheinend haben moderne Intel-CPUs so einen speziellen Teil der CPU, die irgendwie sicher ist, wo man angeblich nicht aus anderen Teilen des Systems darauf zugreifen kann. Man weiß, was Intel da für einen Ruf hat mit Meltdown und so die letzten Jahre. Und diesen versteckten Teil der Intel-CPU, den kann ich wohl sagen, warte mal eine gewisse zufällige Zeit und wenn dann alle in diesem Netzwerk, in diesem Sawtooth-Netzwerk ihren Intel-CPUs gesagt haben, warte mal eine bestimmte Zeit, deren Intel-CPU am kürzesten gewartet hat, der gewinnt dann und der darf den nächsten Block bestimmen. Ja, okay. Ja, also ich meine, erstens, wir verlassen uns dann hier auf einen einzigen Chip-Hersteller und zweitens, what? Also ich meine, ja, okay, da ist irgendwie die Dezentralisierung und der Sinn von Blockchain dann für mich persönlich aktuell nicht mehr so besonders erkennbar. Und wenn wir uns jetzt über Hyperledger hinausgucken, zum Beispiel das Corda, die
machen vielleicht von Privacy her aus Bankensicht oder so irgendwie mehr Sinn, weil ich möchte vielleicht Assets übertragen, nicht nur Bitcoins, sondern Aktienanrechte, Unternehmensanteile, was auch immer. Und da gibt es bestimmte Privacy-Aspekte, die in Corda vielleicht besser gemacht sind als in Hyperledger. Aber wenn man sich dann anguckt, wie die eigentlich dieses Konsensproblem lösen, dann sagen die ganz einfach, naja, es gibt Notaries, Notare, ja, und die entscheiden halt, wer recht hat. Okay, also da ist auch eigentlich, sind wir dann wieder zurück an der Zentralisierung, genau das, was eigentlich die Innovation an Blockchain sein sollte, die Dezentralisierung, dass ich mich genau nicht auf zentrale Instanzen oder Single Points of Failure verlassen möchte, die haben wir dann hier wieder reingebracht. Und am Ende ist dann meine Private Blockchain nichts anderes als eine teure, langsame Datenbank. Ja? Und dann, na gut. Ja? Also insgesamt fragt man sich, wann ist denn dieses Blockchain überhaupt sinnvoll? Und es gibt da ein einfaches Entscheidungsmodell von David Birch, das sieht hier so aus. Also man kann es natürlich ein bisschen komplizierter formulieren. Das ist dann vom World Economic Forum. Die haben sich dann verschiedene Fragen, die man sich stellen kann, wann macht Blockchain für mich Sinn oder welche Art von Blockchain und so weiter. Letztendlich geht es bei Blockchain irgendwie immer um Dezentralisierung, ja, ich möchte nicht eine zentrale Instanz haben, und es geht auch um Disintermediation, ja, das heißt, naja, ich möchte direkt miteinander kommunizieren vielleicht. Und solche Beispiele können dann tatsächlich mit Private Blockchains manchmal gelöst werden. Also ich habe bestimmte Voraussetzungen eigentlich, die ich haben will, dass es überhaupt Sinn ergibt, eine Blockchain zu verwenden. Ja, das sind ungefähr 5 Stück, sage ich mal, die da essentiell sind. Erstmal, eine Blockchain verwende ich nur dann, wenn ich auch irgendeine Art von Zustand speichern möchte. Also wenn ich sonst auch eine Datenbank verwenden würde, ich nichts zu speichern habe, brauche ich keine Datenbank, brauche ich auch keine Blockchain. Dann Blockchain macht nur Sinn, wenn ich einen geteilten Schreibzugriff habe. Wenn ich nur eine einzige Instanz, ein einziges Unternehmen bin, das auf eine Datenbank schreibt, dann kann ich genauso gut eine klassische Datenbank betreiben und braucht keine Blockchain dafür. Und selbst wenn jetzt mehrere Unternehmen draufschreiben, wenn die Daten sie eigentlich nur für sich selbst behalten, dann könnte auch jeder von denen einfach eine geteilte Datenbank, eine getrennte haben. Also solange ich keine Interaktion in gewisser Weise zwischen den verschiedenen Schreiboperationen habe, weil die aufeinander verweisen, wie bei Bitcoin, wo ich eben Bitcoin, die ich von dem anderen empfangen habe, weiterschicken kann, dann macht es auch keinen Sinn, so ein Blockchain-Projekt zu verwenden. Und wenn ich auch ein Vertrauen habe zwischen diesen Organisationen vielleicht, weil es Tochterunternehmen sind, was auch immer, dann kann man sich auch fragen, macht Blockchain wirklich Sinn? Weil wenn ich denjenigen sowieso vertraue, dann kann der auch eine Datenbank managen und dann vertraue ich dem, dass er die Datenbank sinnvoll managt. Ne? Und genauso ist es mit Intermediären ganz oft, macht es aus Performancegründen viel mehr Sinn zu sagen, okay, wir haben jetzt zum Beispiel eine deutsche Börse AG oder so und die betreibt für uns diese zentralen Server und die können das viel effizienter machen und da wie viel auch immer tausende Transaktionen pro Millisekunde abwickeln, das ist mit Blockchain-Technologie dezentral einfach nicht möglich, aber mit einem Intermediär wie einer Bank oder einer Börse, dem einfach die Leute vertrauen, kann ich so viel effizienter das machen. Ja, und ich schätze, der letzte Grund, warum wir alle Blockchain verwenden, ist irgendwie Marketing, weil gesehen, wie voll der Raum vorher war, Blockchain ist irgendwie Hype gerade. Ne? So, also ganz einfach, wenn man vor der Frage steht, will ich Blockchain verwenden für ein bestimmtes Problem, sollte ich mich fragen, konnte ich dieses Problem auch schon vor Blockchain lösen? Und wenn ja, dann ist es nicht so arg wahrscheinlich, dass Blockchain da wirklich Sinn ergibt. Vielleicht noch, wenn ich sagen kann, okay, ich kann jetzt dieses Problem viel besser lösen. Ja? Das ist jetzt irgendwie in der Größenordnung besser. Ich muss jetzt da wirklich nicht mehr Leuten vertrauen, die ich vorher vertrauen musste, oder es geht irgendwie effizienter ohne einen Intermediary, dann kann ich mir vorstellen, okay, da könnte Blockchain Sinn ergeben. Ja. Aber ganz viele von den Dingen, die man sieht, bin ich skeptisch. Naja, insofern mit diesem Hintergrund, wie gehen wir jetzt unser Blockchain-Projekt an? Also wir haben uns für einen Hybrid entschieden und gesagt, wir verwenden eine private Datenbank und komprimieren die mit einer öffentlichen Blockchain. Warum machen wir das? Naja, wir hätten gerne einerseits die schöne Eigenschaft dieser Manipulationssicherheit, ohne dass wir irgendjemand anderem vertrauen wollen und ohne dass, sage ich mal, der Kunde vielleicht uns vertrauen muss, dass wir nicht an unserer Datenbank was rummanipulieren nachträglich. Und das bietet uns eben die Blockchain. Aber andererseits ist die Blockchain aus Datenschutzgründen nicht so besonders sinnvoll. Wenn ich alle
Daten in Bitcoin schreibe, wir hatten vorhin das Thema kurz, ja, die sind einfach öffentlich. Die sind vielleicht pseudonym in Bitcoin, aber nicht anonym, sondern ich kann einfach den Fluss der Bitcoin nachverfolgen. Und genauso, wenn ich jetzt beliebige andere Unternehmensdaten in eine öffentliche Blockchain schreiben würde, die würde jeder lesen können. Das ist nicht so besonders sinnvoll. Ja. Gerade wenn man sich die neuen Datenschutzrichtlinien so anguckt, wir wollen vielleicht wieder Daten löschen können. Ja. Das tun wir uns schwer in der Blockchain. Dann ist Blockchain natürlich super teuer. Also diese 5 Atomkraftwerke Strom, die wir für Bitcoin global vertraten, die müssen das vielleicht nicht selbst bezahlen. Aber es gibt eben Transaktionsgebühren. Also wenn ich eine Blockchain wie Ethereum, Bitcoin verwende, da zahle ich letztendlich pro Transaktion, die ich da reinschreibe oder pro Daten, die ich speichere, pro Code, den ich vielleicht ausführe in so einem Smart Contract, wie wir gleich noch sehen werden, zahle ich einfach Gebühren an diese Miner, damit die sich das auch leisten können, diesen ganzen Strom einzukaufen. Die können wir uns auch sparen, indem wir wirklich den Einsatz der Blockchain minimieren und die Masse unserer Daten in der eigenen Datenbank speichern. Und dann habe ich natürlich die bessere Performance, habe ich auch schon erwähnt. Ja? Also ich meine, Bitcoin macht vielleicht so 10 Transaktionen pro Sekunde weltweit. Das ist jetzt nicht so besonders arg viel, wenn man sich im Vergleich andere Trading-Systeme, Zahlungssysteme anschaut, die natürlich viel besser sind. Ich meine, Bitcoin hat da auch Innovationen. Ja? Es gibt jetzt das Lightning Network im öffentlichen Testbetrieb, sage ich mal, wo sie dann über Bitcoin noch so eine weitere Schicht gesetzt haben, indem ich eigentlich noch dezentraler Bitcoins miteinander austauschen kann, so Art 1:1 mäßig. Ich nehme die Bitcoin aus der Bitcoin-Blockchain heraus quasi, indem ich sie festfriere in der Bitcoin-Blockchain im gewissen Konto, kann die dann in dem Lightning-Netzwerk verschicken und kann sie später wieder dann zurück mich da dranhängen. Also da gibt es schon Innovationen, auch jetzt öffentliche Blockchain schneller zu machen. Aber das hilft uns bei den ganzen anderen Problemen noch nicht so sehr weiter. Okay, wie machen wir das also nun, wenn wir ganz konkret unsere private Datenbank mit einer öffentlichen Blockchain wie Bitcoin gegen Manipulation sichern wollen? Eigentlich ist es ganz einfach. Ne? Wir kennen diese Hash-Funktionen. Das heißt, wir nehmen die Daten, die wir in unserer Datenbank haben, berechnen da so eine Prüfsumme drüber, nehmen diese Prüfsumme, schreiben die irgendwo in eine Blockchain, zum Beispiel in Bitcoin und fertig. Cool, ja? War einfach. Und man kann jetzt auch Bitcoin reinschreiben, in Bitcoin-Daten reinschreiben. Das hat Christoph ja vorhin schon gezeigt. Inzwischen, Beispiel von vor ein paar Wochen, so eine amerikanische Brokerage-Firma, die hat eine Werbung in der Blockchain geschaltet. Ja. Also ich kann in sehr begrenzter Menge einfach in eine Bitcoin-Transaktion beliebige Daten reinpacken. Okay, also soweit ein gelöstes Problem. Wie verifiziere ich jetzt wieder, wenn ich sicherstellen will, okay, wir haben diese Datenbank gehasht, in die Blockchain gespeichert, naja, wenn ich jetzt sicherstellen will, niemand hat dann rumgefuscht, dann nehme ich wieder die Daten, berechne nochmal den Hash drüber, hole mir den Hash, den ich vorhin in die Blockchain geschrieben habe, vergleiche die beiden und wenn es gleich sind, hat niemand rummanipuliert. Dafür gibt es auch schon Tooling, also seit ein paar Jahren zum Beispiel gibt es ein Projekt, das nennt sich Open Timestamps. Das ist Open Source und auch für jeden so frei verwendbar und da kann ich beliebige Daten letztendlich hashen lassen und in die Bitcoin-Blockchain reinschreiben. Super praktisch. Ja, also die haben tatsächlich eine Webseite, da kann ich hingehen, kann ein PDF-Dokument meinetwegen auswählen und sagen, okay, ich will einen Existenzbeweis für dieses PDF-Dokument haben mittels der Bitcoin-Blockchain. Dann berechnet das Tool einen Hash über mein PDF-Dokument, kombiniert dann noch Hashes verschiedener anderer Nutzer, damit es nicht die Datenmenge zu groß wird und schreibt das einfach in den nächsten Bitcoin-Block. Und damit habe ich einen Existenzbeweis geschafft. Das heißt, ich kann dann tatsächlich anhand der Bitcoin-Blockchain nachweisen, wenn natürlich der andere, dem ich das nachweisen will, der Bitcoin-Blockchain vertraut, aber ich halte die Bitcoin-Blockchain als ziemlich vertrauenswürdig. Ja? Die ist wirklich auf abertausenden Rechnern der Welt repliziert aktuell. Diese 5 Atomkraftwerke Mining Power, die dahinter stecken, die werden auch nicht so schnell mal von jemand anderen einfach repliziert. Und das ist ziemlich manipulationssicher. Ja? Das heißt, ich kann dann nachweisen, dieses PDF-Dokument hat zu diesem Zeitpunkt, wo der Block in die Bitcoin-Blockchain eingehängt wurde, genau in dieser Form existiert. Wegen den von Christoph genannten Eigenschaften der Hash-Funktionen auch. Ja, dass ich einfach kein Urbild, kein anderes PDF-Dokument finden kann, das auf diesen gleichen Hash-Wert abbildet. Das ist auch super einfach zu bedienen. Ja, also falls das jemand verwenden möchte, irgendwie quasi 3 Zeilen Java-Code, haben eine API, schreibt jemand was in die Bitcoin-Blockchain. Okay. Soweit so einfach. Nur wenn man dann genau anfängt, das tatsächlich zu tun,
dann gehen die eigentlichen Probleme erst los. Ja. Und ein kleines Beispiel, ich weiß nicht, wie viel Sinn jetzt dieses Beispiel ergibt. Ich habe so ein bisschen überlegt, was könnte ich hier jetzt ohne unser Kundenprojekt zu verraten, als Beispiel nehmen, wo sowas möglicherweise Sinn ergeben könnte. Also nehmen wir an, ich habe ein Zeitbuchungssystem für Freelancer. Also ich bin jetzt irgendwie eine Firma, ich kaufe von Freelancern Stunden ein und verkaufe die irgendwie an Kunden weiter. Das heißt, ich habe so einen Haufen Leute, die mir irgendwie ihre Timesheets hier in meine Datenbank submitten und jetzt habe ich verschiedene Kunden, die vielleicht daran interessiert sind, dass an diesen Timesheets nicht drum manipuliert wurde. Ja. Also ist mal nicht zu ernst, ob das jetzt ein super Beispiel ist oder nicht. Okay. Dann ist schon der erste Punkt, der mir auffällt, Datenschutz. Ich will ja nicht, dass dieser eine Kunde plötzlich die Daten von dem anderen Kunden ist. Und ich muss ja diese Daten eigentlich veröffentlichen. Ja? Wenn ich es diesem Kunden nachweisen will, dass in unserer Datenbank nichts manipuliert wurde, dann muss ich ihm die kompletten Daten, die wir in unserer Datenbank haben, veröffentlichen, damit er nämlich diesen Hash berechnen kann und gucken, ob der Hash mit dem Hash, den wir jetzt nach Bitcoin geschrieben haben, übereinstimmt. Blöd, ja? Also muss man uns eine Möglichkeit überlegen, wie sorgen wir dafür, dass wir nicht die kompletten Daten veröffentlichen müssen an den Kunden, sondern nur die Daten, die diesen Kunden auch interessieren, die er sehen darf. Und da können wir uns jetzt wieder ein Verfahren bedienen, das auch in dem White Paper von Satoshi Nakamoto erwähnt wurde, das auch schon seit Jahrzehnten bekannt ist, die sogenannten Merkle Trees, einfach Hashbäume. Das sieht wie so aus. Also ich habe die Daten von den verschiedenen Kunden. Ja, da wäre es beispielsweise die Timesheets, die den Kunden interessieren. Und dann berechne ich jeweils einen Hash für den Kunden. Ja, das heißt, ich habe für jeden Kunden einen eigenen Hashwert erstmal. Und dann baue ich die nach und nach in so eine Baumstruktur zusammen. Das heißt, ich kann hier den Hash berechnen. Hier verwende ich wieder die Hash-Funktion. Als Eingabe gebe ich diese beiden Hashes rein, kommt ein neuer Wert heraus. Und das mache ich so lange, bis am Ende in meinem Baum nur noch ein Hash übrig ist. Und wenn mich jetzt dieser Kunde 2 beispielsweise danach fragt, okay, weis uns doch mal nach, wie die Daten da waren, dann kann ich jetzt dem Kunden 2 seine Daten geben. Die ganzen anderen Kundendaten, die bleiben privat. Der Kunde kann jetzt daraus selbst seinen Hash berechnen. Und jetzt muss ich ihm noch ein paar andere Hashes geben, damit er bis zu dem Root-Hash hochkommt. Ja? Das heißt, um diesen Hash zu berechnen, braucht er hier diese beiden. Das heißt, ich gebe ihm tatsächlich hier den Hash der Daten von Kunde 1. Daraus kann ich nicht nachvollziehen, was hier drin ist. Das ist das Coole an den Hashes. Ja? Die gehen in eine Richtung. Ich kann, wenn ich Kunde 1 bin und die Kunde 1 Daten habe, diesen Hash berechnen. Aber der Hash garantiert mir eben, dass ich nicht umgedreht auf diese Daten zurückreichen kann. Das heißt, ich kann ohne Probleme dem Kunde 2 hier den Hash von Kunde 1 geben und alle Hashes nach oben. Diesen Root-Hash habe ich in die Blockchain geschrieben und yay, wir haben unseren Datenschutz erfüllt. Cool. So, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, stellt man fest, je nachdem, gegen welches Angriffsszenario wir uns hier eigentlich verteidigen wollen, hilft das gar nicht so sehr. Ja, stell mir vor, ich würde schon im Vorhinein planen, an der Datenbank zu manipulieren. Dann könnte ich jetzt Folgendes machen. Ich habe hier eigentlich diese Daten von Kunde 2. Und jetzt baue ich hier so einen Evil Twin, sage, okay, es gibt noch andere Daten von Kunde 2, eine andere Version, wo ich jetzt auch Daten von Kunde 2 reinschreibe. Und dann, wenn der Kunde ein paar Wochen später wissen will, okay, wie war denn der Zustand von der Datenbank, dann gebe ich ihm einfach zum Beispiel diesen Hash anstatt diesen hier, weil ich dann in der Zukunft festgestellt habe, okay, diese Variante kommt mir jetzt gerade gelegen. Und für den Kunden sieht alles genauso aus, er bekommt wieder die Hashes, der Root-Hash ist genau der gleiche, der steht in der Blockchain. Der Kunde 2, der kann einfach nicht entscheiden, ja, von den beiden Daten. Und das fundamentale Problem, was wir da haben, ist einfach, wir können mit so einem Tool wie Open Timestamps einen Existenzbeweis machen. Okay, das hat funktioniert, ja. Wir können jetzt beweisen, dass sowohl die als auch die oder entweder die oder die hier existieren. Was wir allerdings damit nicht machen können, ist ein Beweis der Nicht-Existenz. Und genau das bräuchten wir hier, ja. Wir wollen ja dem Kunden nachweisen, dass es außer diesen Daten keine noch anderen Daten gibt, sondern dass das tatsächlich diese Daten sind. Und ich meine, das gleiche Problem hat Bitcoin eigentlich auch, weil wenn ich jetzt eine Bitcoin-Transaktion empfange, dann möchte ich ja sicher gehen, dass derjenige tatsächlich diese Bitcoin hatte und dass er auch diese Bitcoin nicht schon jemand anderem geschickt hat oder gleichzeitig jemand anderem geschickt hat. Also dass die Bitcoin tatsächlich noch da sind, damit ich bezahlt werden kann. Also da möchte ich auch bewiesen haben, dass es nicht eine andere Transaktion gibt, die im Konflikt steht zu dieser Bitcoin-Transaktion, die mich bezahlt. Und wie macht Bitcoin das?
Naja, sie definieren einfach einen Ort für die gesamte Wahrheit. Und das ist die Bitcoin-Blockchain in dem Fall. Ja, da kann einfach jeder nachgucken, das ist öffentlich, wie sind die aktuellen Zustände des Systems, wer hat die Bitcoin, welche Transaktionen gab es, und wenn es keine Konflikttransaktion gab, kann ich mich darauf verlassen, okay, das ist valide, was ich da bekommen habe. Und denselben Trick, den können wir jetzt hier auch einfach anwenden. Beziehungsweise ganz so einfach ist es nicht, weil das können wir nicht bei Open Timestamps verwenden. Und in Bitcoin ist es eh ein bisschen schwieriger. Und da hilft uns jetzt beispielsweise Ethereum. Was ist Ethereum? Ich habe schon gesagt, gibt es seit 2014, ist aktuell die zweitgrößte Blockchain der Welt. Und in Ethereum haben sie sich überlegt, wir generalisieren das Prinzip von Bitcoin einfach ein bisschen. Wir haben nicht nur Transaktionen, mit denen ich Bitcoin von dem einen Konto auf ein anderes Konto übertragen kann, sondern ich kann letztendlich beliebige Regeln definieren, was diese verteilte, replizierte Datenbank, diese Blockchain, in einen nächsten validen Zustand bringt. Ich kann also meinen eigenen Code da hochladen. Ja? Das sind diese sogenannten Smart Contracts. Diese Smart Contracts, das ist eigentlich ein total blöder Name. Ja? Die sind weder smart, noch sind das Contracts. Ja? Es hat eigentlich überhaupt nichts mit Verträgen zu tun. Ja? Und besonders schlau sind sie auch irgendwie nicht, sondern es ist einfach ein ganz normales Stück Software, und zwar ein kleines und beschränktes Stück Software, das ich hier in die Blockchain hochladen kann, und dann wird es von den Minern ausgeführt. Insofern, was vielleicht tatsächlich besser ist, ist ein Begriff, der in Ethereum manchmal fällt. Ethereum ist quasi der World Computer. Ich kann komplett dezentral Code ausführen lassen. Ich lade nicht zu meinem Cloud-Anbieter, zu Amazon oder irgendwo hoch, sondern ich habe ein Stück Code und das broadcaste ich in die Bitcoin-Blockchain, nein, in die Ethereum-Blockchain, und es lebt dann in dieser Ethereum-Blockchain. Und auf diesem Code kann ich dann Funktionen aufrufen, die dann von den Minern ausgeführt werden. Nur um ganz kurz einen visuellen Eindruck zu gelangen, also es sieht ein bisschen aus wie so eine, braucht euch das nicht genau durchlesen, ja, es nennt sich hier tatsächlich Contract, ja, Smart Contract und so, aber das Ding kann halt Daten haben und Funktionen, und die Funktionen kann ich dann aufrufen und die können auf die Daten zugreifen und so weiter. Was eigentlich aktuell der bekannteste Einsatzzweck dafür ist, sind Tokens, die ich in Ethereum habe. Es gibt da praktisch ein definiertes Interface, jetzt technisch gesprochen. Das ist der ERC-20 Token Standard, und der ermöglicht mir, basierend auf dem Bitcoin, weitere sogenannte Tokens zu definieren. Also ganz viele von den Kryptowährungen, die man sieht, ich habe mal die bekanntesten Token der Welt, die jetzt gerade so da sind, aufgelistet. Die haben überhaupt kein eigenes Netzwerk, keine eigene Blockchain. Also zum Beispiel EOS. Ich glaube, die sind auf Top 5 aktuell der Marktkapitalisierung. Ja, die haben hier 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Ich meine, was bedeutet das? Na, frage ich, wie realistisch diese Zahl ist. Ne? Also die nehmen halt, wie viele von diesen Token gibt es, multiplizieren die mit dem Preis, der zuletzt gehandelt wurde, und sagen, das ist die Marktkapitalisierung. Wie viel jetzt davon tatsächlich gerade gehandelt wurde und so, und wenn jetzt plötzlich viele Leute die verkaufen, ist eine ganz andere Frage. Aber trotzdem interessant. Ne? Also viele von diesen Top Cryptocurrencies, die man da eigentlich hat, die haben überhaupt kein eigenes Netzwerk bisher gebaut. Die forschen natürlich dran, die bauen da dran und irgendwann soll das live gehen und so. Ja, aber die haben erstmal einfach so einen ICO gemacht, ja, ein Initial Coin Offering, ähnlich wie IPO, das Initial Public Offering, wie ich das bei zukünftigen Aktiengesellschaften kenne. Ja, da ist so ein bisschen der Begriff her. Das heißt, da war irgendein Startup, die haben gesagt, hey, wir könnten Geld gebrauchen. Wir verkaufen euch dieses Token, das wir hier gerade neu erfunden haben, das wir durch ein kleines Stück Code in die Ethereum-Blockchain rein definiert haben. Und hoffentlich, wenn wir was Cooles bauen, ist dieses Token irgendwann was wert. Und ihr könnt vielleicht bei diesem Token bei uns irgendwelche Services einkaufen. Und dann geht die Bubble los, ja, und die Leute bekommen Geld. Ich meine, Ethereum selbst hat sich eigentlich genau durch sowas finanziert. Die waren eigentlich der allererste ICO der Welt, sage ich mal. 2014, da gab es Ethereum natürlich noch nicht, wo ich das machen konnte, ja, sondern da gab es halt Bitcoin, aber die haben einfach Bitcoin eingesammelt und haben gesagt, okay, wir bauen jetzt so ein neues, cooles Netzwerk, und wenn ihr uns jetzt Bitcoin schickt, dann kriegt ihr irgendwann, wenn es fertig sind, Ethereum dafür. Und das haben einige gemacht. Damals waren es, glaube ich, nur ein paar Millionen Euro umgerechnet, nur, ja, aber die haben dann da eben eine Foundation gegründet in der Schweiz und haben Entwickler angestellt und so weiter und haben das Ethereum gebaut.
Insofern ist das eigentlich eine ganz nette Alternative geworden zu Venture Capital Funding für manche Startups heutzutage, die sagen, okay, lasst uns doch ein ICO machen. Das ist technisch eben nicht besonders schwierig, sondern ich definiere so einen Smart Contract auf die Ethereum-Blockchain und dann kann ich da Tokens rausgeben, die einfach zwischen Leuten in dem Ethereum-Netzwerk gehandelt werden können. Die Herausforderungen sind da heutzutage eher, sage ich mal, rechtlicher, regulatorischer Natur. Weil da kamen dann die ganzen Aufsichtsbehörden, haben gemeint, oh, das ist ja wie Aktien und so, und dann musst du ja alle möglichen Regeln einhalten. Okay, zurück zu den sogenannten Smart Contracts. Die waren so vor ein paar Jahren ziemlich hype, sage ich mal. Und die Ideen waren irgendwie cool, ja, wo man sagte, hey, cool, wir haben jetzt dieses dezentrale System. Ja, das wird von niemandem gehostet, niemand kann diesen Code löschen. Und es kann jetzt plötzlich Entscheidungen treffen. Und das hat auch Macht über Geld. Ja. So ein Smart Contract hat auch ein Konto oder ist ein Konto auf der Ethereum-Blockchain. Der hat eine Adresse, der verfügt über Code, der verfügt über diese Ether, über diese Tokens, kann damit jetzt entscheiden, wann er wen damit bezahlt und so weiter. Eigentlich eine spannende Idee. Das ganze große Problem darin ist nur, ich kann da keinen generischen Code, wie ich den jetzt in einer beliebigen App schreiben würde, reinstellen, sondern der Code ist eigentlich ziemlich eingeschränkt. Einfach aus dem Grund, da die ganzen Miner, die diesen Code ausführen, sich einig werden müssen, auch was da als nächstes rauskommt. Das heißt, dieser Code, der muss schnell und einfach ausführbar sein und der muss vollkommen deterministisch sein. Da kann ich nicht irgendwie eine API aufrufen, die mir einen Zustand über, wie war das Wetter gestern, gibt oder so. Was anfangs Ideen für diese Smart Contracts wären, wo ich sage, okay, ich habe eine Schlechtwetterversicherung beispielsweise. Und wenn der Smart Contract merkt, das Wetter war schlecht, dann zahlt automatisch die Versicherung. Cool, ja. Also eigentlich meistens ist halt die Versicherung immer noch ein Unternehmen und die können auch selbst gucken, wie das Wetter war oder einen Service nutzen. Insofern ist schon fraglich, wozu ich da einen Smart Contract brauche. Die Idee war vielleicht, die Versicherung komplett abzuschaffen. Ja? Dieser Smart Contract verwaltet komplett das Geld. Das ganz große Problem ist nur daran, der Smart Contract hat keine Ahnung, wie das Wetter war. Ja? Also, weil der Smart Contract sieht nur, was in der Blockchain war. Und die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt diesem Smart Contract mitteilen könnte, wie das Wetter war, ist über sogenannte Oracles. Und Oracles sind nichts anderes als letztendlich wieder eine Firma, ein Programm, ein Mensch, der außerhalb der Blockchain sitzt und irgendwelche Daten in die Blockchain schreibt. Zum Beispiel über das Wetter oder über das Ausgang eines Fußballspiels, weil ich ein Wettsystem in Smart Contract gebaut habe, was auch immer. Und jetzt muss ich dieser Smart Contract, der eigentlich so super dezentral ist und sich auf niemanden verlassen muss in meinem Blockchain-Netzwerk, plötzlich darauf verlassen, dass derjenige, der jetzt die Daten in die Blockchain reingereicht hat, wieder die richtigen Daten reingereicht hat und nicht vielleicht interessiert war, die falschen Daten reinzugeben, damit er seine Fußballwette gewinnt. Da kann man jetzt natürlich verschiedene Tricks machen noch so und sagen, okay, da müssen sich halt vielleicht drei Leute einig sein über die Daten, weil drei verschiedene Leute reinschreiben. Aber ich denke, das ist das ganz fundamentale Problem, warum bisher aus diesen Smart Contracts, die vor ein paar Jahren so hype waren, noch nicht großartig was draus geworden ist, außer dass die Leute letztendlich in Ethereum Katzenbilder ausgetauscht haben, ja, Crypto-Kitties. Das war so irgendwie der erfolgreichste Anwendungsfall für ein Smart Contract die letzten Jahre. Okay. Na gut, soweit zu Ethereum. Zurück zu unserem Problem. Wir wollten einen Ort für die gesamte Wahrheit schaffen. Und zwar einen Ort, in dem Fall, für die gesamte Wahrheit der Daten unseres Kunden. Und dank diesen Ethereum Smart Contracts können wir das jetzt relativ einfach tun. Wir schreiben einen super simplen Smart Contract. Er könnte beispielsweise im einfachsten Fall so aussehen. Der hat, ich weiß nicht, wie viele Coder wir hier im Raum haben, aber so ein paar sehe ich schon, von denen ich weiß, dass sie ein bisschen Code verstehen. Also er ist eigentlich super simpel. Ja, ich sage nur, es gibt so ein Mapping, eine Abbildung zwischen irgendeiner Nummer, das ist, habe ich mal Stakeholder-ID genannt, also quasi die Nummer des Kunden. Und für den schreibe ich so einen Byte-String, einen Hash in die Blockchain. Und dann habe ich genau für jeden Kunden eine Prüfsumme abgelegt. Jeder solcher Contract, wenn ich den anlege in der Ethereum-Blockchain, bekommt eine eindeutige ID. Und dann kann ich vornherein mit dem Kunden ausmachen, okay, das ist der Smart Contract mit dieser ID, der ist für dich relevant. Und das ist deine Kundennummer, die eine zufällige Zahl sein kann, um da auch eine Art Anonymität, Pseudonymität zu wahren. Und dann schreibe ich hier nur Hashes in die Blockchain. Jeder Kunde weiß genau, wo er seinen Hash finden muss. Und in dem Hash steht nichts Relevantes drin. Und so haben wir unseren Beweis der Nicht-Existenz gelöst. Ja.
Das heißt, wir können jetzt wirklich nachweisen, dass es außer den Daten, die wir da gehasht haben, keine anderen Daten geben kann für diesen Kunden, weil wir per Definition einfach festgelegt hatten, alle Daten des Kunden sind genau auf diesen einen Hash, an diesem einen genau identifizierten Ort in der Blockchain abgebildet. Okay, nächstes Problem, das man sich stellt. Naja, mein System ändert sich ja. Ich schreibe ja nicht nur einmal mein Timesheet, sondern die Leute, die laden jeden Tag neue Timesheets hoch. Insofern, wenn ich jetzt dann nur, also ich meine, ich muss die Hashes ab und zu updaten, ne? Ja? Und jetzt will ich aber vielleicht einen alten Zustand dieses Dings verifizieren, dann habe ich im Ethereum-Netzwerk vielleicht gar nicht so sehr das Problem, weil der speichert sowieso die komplette Historie. Da kann ich auch einen alten Hash nachgucken. Aber ich muss in meiner eigenen Datenbank dafür sorgen, dass ich auch jeden alten Zustand nachgucken kann. Weil sonst kann ich ja nicht den Hash neu berechnen, um es zu verifizieren, um es mit dem Hash in der Blockchain zu vergleichen. Also ich muss in meiner Datenbank auf jeden Fall eine Art Versionierung machen. Ich kann also im Prinzip gleich jedes Update-Statement aus meinem SQL-Kommando streichen und sagen, okay, ich kann eigentlich nur noch Inserts machen. Und weil sonst kann ich den alten Zustand nicht mehr hashen, um es wieder zu überprüfen. Ne? Also meine Datenbank wird wirklich zu einer Append-Only-Datenbank. Und da gibt es eigentlich dann, sich so mit Software-Engineering-Background das überlegt, fällt einem dann ein, hey, das ist ja eigentlich wie Event-Sourcing. Event-Sourcing ist eigentlich ein Konzept, das kann ich auch vollkommen unabhängig von Blockchain verwenden. Und die Idee ist wirklich da, nicht die aktuellen Zustände des Systems in der Datenbank speichern, wie ich das ganz häufig mache, wo ich sage, okay, der Kunde hat eine Adresse, wenn er umzieht, aktualisiere ich seine Adresse, überschreibe die alte, sondern ich speichere einfach die Zustandsänderungen im System. Ja? Also ich muss die alte Dinge aufbewahren. Ja? Das heißt, wenn ich die Adresse habe, könnte ich jetzt die alte Adresse mit dem Kunden speichern und drunter irgendwie den Kunden mit der neuen Adresse. Oder ich speichere ein Event als Quelle der Wahrheit, Event Sourcing, in der Datenbank sagt, es gibt ein Kunde ist umgezogen Event und das enthält einfach die neue Adresse, das füge ich der Datenbank hinzu. Schön. Also das klassische Beispiel, was man sieht, ist, warum Event Sourcing auch so Sinn ergeben kann. Sag mal, ich habe eine Bestellung und an der Bestellung, da hängen halt so Items dran, die ich bestellt habe, Produkte, da hängt vielleicht auch meine Lieferinformation dran. Typischerweise würde ich das so in einer relationalen Datenbank vielleicht in 2, 3, 4 unterschiedlichen Tabellen irgendwie speichern. Und die Idee an Event Sourcing ist, nee, ich mache kein solches Modell, sondern das Modell meiner Datenpersistenz sieht vielmehr so aus, ich speichere die Events, die zu diesem Zustand geführt haben. Ja, es hat vielleicht jemand einen Warenkorb angelegt, dann hat er ein Item reingelegt, hat noch ein paar Items reingelegt, dann hat er vielleicht wieder ein Item entfernt, irgendwann hat er seine Lieferinformationen angetragen und so weiter. Und man sieht schon hier ganz cool, dass das Event Sourcing auch vollkommen unabhängig von Blockchain eine nette Sache ist, weil es einfach verhindert, dass ich Daten verliere in meinem System. Wenn ich hier oben so meine Bestellung gespeichert habe, dann sehe ich nicht mehr, dass da mal ein Item drin war, das der Kunde wieder entfernt hat. Das ist ja für mich aus Business-Sicht vielleicht ganz spannend. Ja? Der Kunde hat irgendwie lauter Dinge in seinem Warenkorb gehabt. Kurz vor der Bestellung nimmt er wieder was raus. Das heißt für mich aus Marketing-Sicht, der wollte das haben, der konnte sich das nur gerade nicht leisten, zum Beispiel. Ja? Also solche Informationen, die sind die, die ich hier in diesem Datenmodell oft verliere, weil ich irgendwelche Updates mache, also weil ich wirklich Daten überschreibe in meinem System. Die sind aus Business Intelligence Sicht, aus Marketing Sicht, aus verschiedener Stakeholder Sicht einfach super sinnvoll. Und insofern macht Event Sourcing jetzt vielleicht auch unabhängig von Blockchain Sinn. Aber das Coole ist, wir können jetzt einfach dieses Event Sourcing, also dieses Append-Only-Prinzip hier anwenden. Und da gibt es Erfahrungen, ja, wie das funktioniert. Aber wir können das jetzt anreichern um Blockchain-Ideen. Ja. Wir sagen, okay, wir haben jetzt nicht Blöcke, sondern wir haben jetzt hier Events, ja, und die Events haben jeweils Daten, Kunde angelegt, Kunde umgezogen, Kunde verstorben, was auch immer. Und dann berechne ich jetzt auch Hashes darüber, wie ich in Bitcoin einen Hash über den Block berechnen würde. Und auf dem nächsten Event verweise ich einfach auf den Hash des vorigen Events. Dann berechne ich da wieder einen Hash drüber, ja, dann habe ich schon über dieses Event im Prinzip indirekt die Daten des ersten Events gehasht und so weiter. Und habe dann praktisch pro Event-Stream, also zum Beispiel pro Kunde oder pro Bestellung, einen Hash, der schon mal über die komplette Historie dieser Entity, dieses Kunden beispielsweise, eine Aussage trifft. Und habe schon mal so intern meine Datenbank so ein bisschen gegen Manipulation gesichert. Und vor allem habe ich es geschafft, ich habe jetzt eine Datenbank, die wirklich jeden Zustand des Systems abbildet,
sodass ich jeden beliebigen Zustand des Systems auch wieder abziehen kann und den mit einem Hash aus der Blockchain 5 vergleichen. Also wenn wir uns jetzt das insgesamt angucken, was tun wir? Wir haben so Event Streams und da gibt es natürlich viele in der Datenbank und für einen bestimmten von unseren Kunden sind vielleicht mehrere Streams relevant. In unserem Beispiel, das sind vielleicht die Streams der verschiedenen Freelancer relevant. Jeder Freelancer könnte seinen eigenen Stream haben. Und natürlich kann der eine Freelancer auch für mehrere Kunden arbeiten. Also habe ich den Stream auch mehreren Kunden zugeordnet. Und jetzt berechne ich für jeden dieser Kunden einen gemeinsamen Hash. Ja, das heißt, da ich sowieso diese Events als Kette gehasht habe, muss ich im Prinzip nur den Hash des letzten Events nehmen jeweils von den verschiedenen Streams, die den Kunden interessieren, packe den in einen gemeinsamen Hash, schreibe das am Ende in meine Ethereum-Blockchain und habe so diese Idee, die wir anfangs hatten, erfüllt. Ja. Ich habe einfach diese großen Datenmengen und die privaten Daten auch, die andere Leute nicht bekommen sollen, die habe ich in einer relativ klassischen Datenbank. Und im Ethereum-Netzwerk speichere ich nur ab und zu einen Hash ab. Da kann ich mir jetzt dann auch überlegen, wie oft mache ich das tatsächlich? Ja, mache ich das bei jedem Event? Mache ich das vielleicht nur bei wichtigen Events, wo es wichtig ist, dass sie gegen Manipulation geschützt werden? Mache ich das einmal in der Stunde? Da kann ich jetzt sehr schön eigentlich an diesem Kostenwählhebel auch drehen und sagen, okay, ich habe jetzt quasi ein Trade-off, einen konfigurierbaren zwischen, es ist teuer, weil jede Transaktion in Ethereum kostet, jedes Ding, was ich abspeichere, und zwischen, ja, ich möchte eine hohe Sicherheit haben, ja, weil wenn ich häufiger einfach die Hashes abspeichere, dann ist einfach weniger Chance, dass an den Daten noch was passiert ist unterdessen. Und ich kann ja jetzt dann diese Daten eben diesem Kunden geben, zu bestimmten Zeitpunkten, das kann man sich auch überlegen, wann derjenige daran interessiert ist. Vielleicht sind auch die Freelancer selbst daran interessiert, dass mein System die Daten richtig abgelegt hat. Ja, also wenn ich hier meinen Stundenzettel einreiche, dann will ich ja auch, dass ich die Stunden tatsächlich dann so bezahlt bekomme. Also ich habe auch Stakeholder mit unterschiedlichen Interessen dran und da muss ich einfach dann im Prinzip diese Zuordnung von den Streams zu den Stakeholdern so wählen und da kann natürlich ein Stream auch bei mehreren Stakeholdern sein, dass ich für jeden Stakeholder einen Hash in der Blockchain habe und so lösen wir aktuell das Problem. Im Detail gibt es natürlich dann noch jede Menge andere Dinge, über die man nachdenken muss. Ja, wie codiere ich diese Events überhaupt? Ja, so im Detail, ja, damit dann der Hash nachvollziehbar berechnet werden kann, weil der Kunde verwendet vielleicht eine andere Programmiersprache. Da muss ja irgendwie eine Definition da sein, wie berechne ich den Hash, weil jedes einzelne Bit, was anders ist, führt zu einem komplett anderen Hash. Oder ich kann mir überlegen, möchte ich vielleicht noch digitale Signaturen in meinem System irgendwie haben, weil sonst könnte ich ja als Datenbankbetreiber einfach mal beliebige Daten reinschreiben. Das sehen dann zwar die anderen, die können das nachvollziehen, aber vielleicht möchte ich auch irgendwelche Hardware-Signatur-Tokens noch an die Kunden verteilen, was auch immer. Da kann man sich alles Mögliche überlegen. Oder wenn wir jetzt an nächste Woche, wann ist der 25. denken, die neuen EU-Datenschutzrichtlinien. Da hat der Kunde dann plötzlich ein Recht auf Vergessen. Da muss ich Daten wieder rauslöschen können. Dann denkt man erstmal, oh verdammt, jetzt haben wir eine Append-Only-Datenbank. Wie löscht man denn da Dinge raus? Aber im Prinzip, wenn ich die Streams sinnvoll aufteile, dass ich in einem Stream nur solche Dinge habe, die der Kunde zum Löschen anfordern darf und keine anderen Dinge, die ich aufheben möchte, dann kann ich sagen, okay, ich lösche einfach einen kompletten Stream. Ich kann dann zum Beispiel sagen, für die Hash-Berechnung, dass die zukünftig auch über andere Daten noch möglich ist, behalte ich vielleicht diesen Hash dieses Streams auf. Aber ich kann die ganzen Events kann ich wegwerfen und dann sind die bei mir aus der Datenbank gelöscht. Ich entspreche den Datenschutzrichtlinien, aber ich kann trotzdem für die restlichen Daten, die noch drin sind, weiterhin anbieten, diese Nachvollziehbarkeit und diese Manipulationssicherheit. Und es gibt sicher noch viele weitere Dinge, über die man da erzählen konnte, aber das sind die, über die ich heute was sagen wollte. Okay. Ja, vielen Dank. Wir haben, denke ich, reichlich Zeit für Fragen. Gibt es Fragen im Raum? Ja. Danke. Jetzt direkt im Anschluss an zu dem, was gerade gesagt wurde, zum GDPR. Was ist, in dem Beispiel war jetzt keine Interaktion zwischen Kunde 1 und Kunde 2. Was ist, wenn wir jetzt eine Interaktion haben wie in einem sozialen Netzwerk und
angenommen, das sollte jetzt so umgesetzt werden. Und dann kann man ja den einen Event von Kunde 2 löschen, aber nicht die Interaktion, weil das ja auch in Kunde 1 noch drin ist. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das umzusetzen? Ich muss die Streams einfach entsprechend wählen. Also ich könnte sagen, ich kann dann für jede Interaktion, zum Beispiel für jede Paarbeziehung, könnte ich einen Stream machen. Und sage ich, wenn einer von den beiden möchte, dass die Beziehung rausfliegt, dann kann ich quasi diesen Stream, den ich für diese Zweierbeziehung habe, komplett entfernen. Weil, sagen wir, bei einem großen Netzwerk wächst das ja dann auch wieder exponentiell. Ich behaupte nicht, dass das für alle Arten von Datenbanken irgendwie genauso funktioniert. Das ist jetzt, was halt wir einsetzen. Danke. Guter Punkt, ja. Danke, ich würde mich für die Struktur der Smart Contracts, ist das nur ein Smart Contract oder, weil zum Beispiel könnte ich ja auch zwei Smart Contracts gleichzeitig aufsetzen und dann dasselbe Angreifsszenario, wie du vorher vorgestellt hast, könnte ich ja ebenfalls fahren. Ja, der wichtige Punkt ist wirklich, im Vornherein zu definieren. Also so wie Bitcoin sagt, okay, wir haben hier diesen einen Genesis-Block, der hat folgenden Hash, der ist hardcodiert in jeder Bitcoin-Software drin und die längste Kette, die darauf aufbaut, die gilt. Ja? Und dann, das ist dann die Blockchain, die ich definiere, das ist der einzige Ort der Wahrheit. Und genauso, das ist der wichtige springende Punkt. Wir müssen wirklich diesen Ort dieses Contracts im Vornherein mit dem Kunden ausgemacht haben, bevor der überhaupt anfängt, irgendwelche Daten da reinzuschreiben. Weil sonst hast du vollkommen recht, ja? Dann könnte ich wieder mehrere aufsetzen, dann gibt es keinen definierten Ort. Wir müssen wirklich die Kombination aus der Adresse des Smart Contracts, die eindeutig ist im Ethereum, plus eben die Kundennummer, die wir drin haben. Ich könnte auch für jeden Kunden einen eigenen Smart Contract machen und pro Smart Contract nur einen so Hash speichern. Ein bisschen eine Optimierungssache im Detail. Darf ich da dann eine Folgefrage? Wie sieht das dann aus mit der Fehlerbehebung? Zum Beispiel, wenn der Smart Contract einen Fehler hat, was mache ich dann? Habt ihr da eine Lösung? Also ich meine, die Hoffnung ist, dass dieser super simple Smart Contract, den wir da verwenden, keinen Fehler hat. Ja, darum ist der absichtlich. Also das ist tatsächlich ein Riesenproblem natürlich mit den Smart Contracts, die wir hatten. Ja. Und das hat dann auch zu großen Diskussionen in Ethereum schon geführt und zu Forks, weil es gab da vor einigen Jahren den sogenannten DAO, The Distributed Autonomous Organization. Und da haben ganz viele Leute haben dann an diesen Smart Contract Geld geschickt. Und ich weiß gar nicht, was genau die Idee war, aber irgendjemand hätte das Geld dann wieder bekommen. Das war eine Investition in quasi ein Unternehmen, ein dezentrales, autonomes Unternehmen war die Idee. Und er hatte halt gewissermaßen einen Bug oder so eine Art Sicherheitslücke, wo es dann möglich war, einfach durch, das ist ziemlich subtil, diese Smart Contracts zu programmieren. Ja, der Andreas lächelt schon, ja. Er kennt sich da aus. Es ist nicht so leicht, da keine Fehler zu machen, ja, weil die können sich vielleicht, wenn ich jemand anderem Geld schicke, dann rufe ich dadurch Code wieder auf, den jemand anderes in die Blockchain gelegt haben könnte. Und er kann mich selbst wieder auch, Vogelwild. Ja. Also da muss man sehr aufpassen. Und was damals dazu geführt hat, ist, dass einfach jemand ganz viel Geld aus diesem Smart Contract abgezogen hat. Und dann war die eine Teil der Ethereum-Gemeinde war dafür, okay, wir wollen das quasi zurückrollen, jeder soll sein Geld zurückbekommen. Und die andere Hälfte hat gesagt, oder es war in dem Fall dann weniger als die Hälfte, ja, die haben gesagt, nö, das war jetzt per Definition so, ja, das ist eben, der digitale Contract hat recht, wenn derjenige das so programmiert hat, dann ist das eben so, ja, und dann bleibt es auch so. Und seitdem gibt es ein Ethereum und ein Ethereum Classic. Ja? Und in Ethereum, da ist halt das quasi zurückgerollt durch Regeländerungen im Ethereum, die es vorher nicht gab. Und in Ethereum Classic ist weiterhin so, dass halt derjenige, der diese Ethereum Classic dann abgezogen hat aus dem Contract, der hat sie dann weiterhin gehabt. Ja? Also klar, das ist ein Problem. So, ich war, glaube ich, ein bisschen an der Frage vorbei. Oder was war nochmal die Frage? Doch, die Frage war die Fehlerbehebung. Genau, ja. Das war schon in Ordnung. Ja, also im Smart Contract super schwierig. Ja. Also im Zweifel könnte ich natürlich sagen, ich erstelle einen neuen Smart Contract und sage dann per Definition, okay, bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Block, Zeitstempel, was auch immer, gilt der alte. Und ab dann habe ich erkannt, der war nicht mehr sicher und dann gilt irgendwie ein neuer. Und innerhalb meines eigenen Systems muss ich es halt so machen mit dem Event Sourcing, da kann ich auch im Normalfall nicht wieder Events löschen. Sondern muss ich Compensation Events dann machen. Dass ich sage, okay, da schicke ich ein Korrektur-Event, speichere in das System, das dann den entsprechenden Zustand wieder herstellt, den ich haben wollte. Ja. Andreas? Ja, also euer hybrides System mit klassischer Datenbank und Integritätscheck auf der Blockchain finde ich eine super Lösung.
Es gibt es ja aber auch schon so quasi als Produkt gepackaged. Also sagen wir, BigchainDB versucht ja, glaube ich, genau sowas anzubieten. Das stimmt. Also es gibt da einige Anbieter, die ähnliche Dinge anbieten, die teilweise Software as a Service sind oder sowas. Ja. Also kann man... Also die Frage war quasi dahingehend, habt ihr aktiv euch für die eine oder die andere Lösung entschieden oder war das schon vorgegeben? Euch ein, quasi auf Basis von Smart Contract und Ethereum ohne weitere Tools diese Lösung zu bauen? War jetzt nicht unmittelbar vorgegeben, aber wir wollten es eigentlich auch nicht auf eine Third Party verlassen. Wir haben uns da ein paar so angeguckt und teilweise ist es wieder so, dass man dann eigentlich tatsächlich halt wieder dieser zentralen Instanz, diesem Anbieter da trauen muss, der, was auch immer der da macht. Ja, bei manchen ist das relativ gut nachvollziehbar, was die machen, bei manchen nicht so, aber man hat halt sofort sich quasi wieder eine Abhängigkeit zu irgendeiner Firma eingekauft, die, wer weiß, wie das ist, ja. Also so ein Open-Source-Projekt wie Open Timestamps oder so, da hätte ich jetzt keine Probleme, das zu verwenden. Aber sobald es jetzt Closed-Source-Anteile hat, wäre ich dann erstmal skeptisch, ob ich das tatsächlich verwenden möchte. Ja. Im Wesentlichen fällt mir an dem Vortrag eine Diskussion der Komplexität, die dadurch entsteht, wenn man in so einem Distributed Ledger oder in einer distributierten Blockchain, ist man darauf angewiesen, dass der Source Code, der verwendet wird, um diese Chain zu pflegen über die Jahre hinweg, korrekt bleibt. Und das Leben zeigt, dass es nicht so ist. Es gibt Softwareänderungen. Jetzt ist die Frage, wie kann man Fehler, die in diesem ganzen Konzept existieren, beheben in der Software, und so weiter. Das Ganze ist verteilt. Wenn an einem der Knoten in der Bitcoin eine falsche Software läuft, unbemerkt, ja, oder wenn mehrere Miner zusammenarbeiten und mehr als 50% der Rechenleistung haben, dann geht das ganze Konzept in die Binsen. Und diese Diskussion hat mir jetzt hier gefehlt. Ja, mehrere Dinge. Also selbst zu der 51%-Attacke, selbst wenn ich jetzt eine Mehrheit habe an Minern in Bitcoin, dann können die eigentlich nur für die Zukunft was verändern. Ja, die können vielleicht Transaktionen zensieren oder sowas. Oder die können tatsächlich neue Regeln umsetzen. Und dann ist halt die Frage, ob ich jetzt mit meinem Wallet, das ich installiere, an diesen neuen Regeln glaube oder nicht. Weil ich... entscheide ja eigentlich selbst, ja, welche Regeln ich habe. Also es ist nicht so, dass der einzelne Miner irgendwie tatsächlich was falsch machen kann, weil alle anderen Miner überprüfen ja jeden einzelnen Block auch nochmal, ob er denn tatsächlich den Regeln entspricht. Und insofern, was in der Vergangenheit in so einer Blockchain steht, ist eigentlich trotzdem nicht mehr manipulierbar, weil da müsste ich ja im Prinzip diese ganzen Rechenleistungen, die das ganze Netzwerk in der Vergangenheit schon erbracht hat, nochmal nachvollziehen, bis ich diese aber tausende von Blocks, bis ich bei dem heutigen Block angekommen bin, wirklich wieder habe. Und was ich das Elegante finde eigentlich, um das genau zu mitigieren, haben wir gesagt, wir packen eben nicht die ganzen Daten, die wir haben, in eine Blockchain, sondern, das habe ich jetzt nicht so genau erwähnt, das ist eher so ein Software-Architektur-Detail, aber wir halten eigentlich diesen traditionellen Teil des Systems relativ unabhängig von unserem Blockchain-Teil. Das heißt, im Zweifel sind wir darauf geplant, quasi die Blockchain, die drunter liegt, auszutauschen und zu sagen, okay, Ethereum ist nicht mehr gut genug für uns, hat einen Fehler, ist zu teuer geworden, was auch immer. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt eben die Ethereum-Blockchain und wie gesagt, in der Vergangenheit kann ich eigentlich nachträglich bei diesen Blockchain-Konzepten trotzdem nichts mehr manipulieren. Also ich meine, außer es wird ein Bug gefunden und das ist wirklich sehr unwahrscheinlich, weil das sind Milliarden von Dollarwerte drin. Ja? Da ist wirklich ein super hoher Anreiz, aktuell Bugs zu finden, weil dann könnte ich da Geld abziehen. Und soweit hat dieser super hohe Anreiz nicht dafür gesorgt, dass da jetzt großartig Fehler gefunden wurden über die letzten 9 Jahre in Bitcoin. Insofern halte ich das für die Vergangenheit schon ein sinnvolles System. Und da müsste ich halt im Zweifel, wie ich eben vorhin gemeint habe, definieren, okay, ab dem Zeitpunkt speichern wir die Hashes uns irgendwo anders ab. Aber es ist so wirklich, dass wir die kompletten Daten, die wir selbst halten, ja in unserer eigenen Datenbank haben und da die komplette Kontrolle haben und wirklich nur einfach manche Events oder manche Streams und so weiter in spezielle gehashte Streams speichern, die wir dann eben in die Blockchain schreiben oder die Hashes in die Blockchain schreiben. Beantwortet das die Frage? Also ich wollte nicht Ihr Projekt kritisieren, sondern das Bitcoin-Konzept. Ja? Also,
und das Bitcoin-Konzept zu reparieren, ist ein Fehler, weil das hat so viele Probleme, Skalierbarkeit und Energieverbrauch. Aus meiner Sicht muss man ein langlebiges solches Konzept neu aufstellen. Mag sein, also es forschen ja viele Leute dran. Ja? Es gibt irgendwie 1500 Kryptowährungen dran, die irgendwie Alternativen suchen. Ich habe es ganz kurz erwähnt vorher mit dem Proof of Stake, dass Leute auch energieeffiziente Dinge. Es ist halt einfach die letzten 9 Jahre so gewesen, dass was Besseres als Proof of Work gab es bisher nicht, um diese dezentrale Manipulationssicherheit sicherzustellen. Und es war auch sicher. Und es gab ja auch Updates. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie in dem Vortrag vorhin von Christoph da waren. Der hat das genau erzählt. Also letztes Jahr gab es eben 2 inkompatible bekannte Software-Updates von Bitcoin, nämlich Bitcoin Gold und Bitcoin Cash, wo sich die Community eben nicht mehr einig war, was ist das nächste Software-Upgrade, auf das wir gehen wollen. Und seitdem gibt es halt 2, 3, 4 unterschiedliche Bitcoin-Varianten, die zwar auf einer gemeinsamen Historie basieren, die aber ab einem bestimmten Block gesagt haben, okay, hier teilt sich das Ganze, hier verwenden wir unterschiedliche Regeln. Und das ist im Prinzip die Art, wie man das updaten kann. Entweder es müssen sich einfach alle Teilnehmer einig sein, und dann sagen die, ab einem bestimmten Block gelten neue Regeln. Und wenn sie sich nicht einig sind, dann existiert halt beides parallel. Und eins von beiden stirbt dann vielleicht aus oder es ist längerfristig parallel. Und ich als Nutzer muss mich halt entscheiden, ja, welches von diesen Varianten benehme ich. Okay. Ich fürchte, wir haben keine Zeit mehr für weitere Fragen. Vielleicht könnt ihr den Sprecher auch direkt noch ich bin auch da belagern. Vielen Dank.